sagt Edith Mühlberg-Huber. Sie ist Bereichssprecherin für Familie im FPÖ-Parlamentsclub. Sie bringt außerdem einen Antrag betreffend der Doppelresidenz von Trennungskindern ein, anlässlich des heutigen Tags der Kinderrechte. Und jetzt am Weg zum Rednerpult ist Barbara Nessler von den Grünen. Danke, Herr Präsident, geschätzte Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. 1964. Das ist das Jahr, wo meine geschätzte Mama auf die Welt gekommen ist. Das ist das Jahr, wo Schwarz-Weiß-Fernsehen modern war, wo Christel Haas in Innsbruck in der Olympischen bei der Abfahrt Gold gewonnen hat und die Rolling Stones ihre erste Platte herausgegeben haben. 1964 ist auch das Jahr, wo letztmalig die Kinderkostenstudie erstellt wurde. Und die letzte Studie, auf der die Festsetzung der Regelbedarfssätze zur Berechnung vom Kindesunterhalts beruht, basiert auf der Konsumerstellung, die vor 56 Jahren erstellt wurde. Und 2017, die Kollegin hat schon angesprochen, haben 80 Organisationen, auch Kinderrechtsorganisationen, die Kinderkostenstudie gefordert. Eine Konsumerhebung, wie viel ein Kind tatsächlich kostet. Doch passiert ist lange nichts und seit 1964 ist viel passiert. Auch die Bedürfnisse der Kinder haben sich geändert. Gerade in Zeiten von Handys und Internet wissen wir, dass die Berechnungen aus dem Jahresschnee nur mehr wenig mit der Lebensrealität von Kindern zu tun haben. Zusammengefasst, die veraltete Erhebung ist einfach keine solide Grundlage mehr. Und jetzt kommt endlich Bewegung in die Sache und ich freue mich, dass wir heute am Tag der Kinderrechte endlich die Kinderkostenstudie beschließen können. Und noch einmal, warum ist diese Studie, diese Erhebung so wichtig? Damit die finanzielle Lage der Familien so neu bewertet werden können. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ein wichtiger Schritt bei der Bekämpfung gegen Kinderarmut. Und in Österreich sind 372.000 Kinder und jungen Menschen von Armut betroffen oder anders formuliert, jedes fünfte Kind ist von Armut betroffen. Und finanziell schlechter gestellt zu sein, bedeutet nicht einfach nur unter finanziellen Engpässen zu leben, es bedeutet soziale Ausgrenzung. Nicht dazu zu gehören, ist nicht einfach nur ein furchtbares Gefühl, sondern verursacht auch psychosoziale, psychosomatische Auswirkungen. Und es ist unser Job, dafür zu sorgen, dass Kinder weiter Kinder sein können, ohne unter finanziellen Druck oder verminderten Chancen leben zu müssen. Und ich weiß, der Kampf gegen die Covid-Krise ist noch nicht vorbei, aber der Kampf gegen die Kinderarmut hat erst begonnen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir schreiben das Jahr 2020. Meine Mama ist mittlerweile 56, die Rolling Stones gibt es noch immer. Und es kommt endlich eine Kinderkostenstudie, ein wichtiger Schritt im Kampf gegen Kinderarmut. Danke.